Was kann man machen, um sich vor Augendienerei zu schützen? Man muss sich klar werden lassen, dass man mit dieser Augendienerei nichts gewinnt und dass man sich selber damit schadet. Und wir haben den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, und diesen Hadith sollte diese Person immer, wenn sie kurz davor ist, dass sie merkt, diese Augendienerei erreicht sie, dann sollte sie sich an diesen Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erinnern, von den ersten drei, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala das Höllenfeuer am Tage der Auferstehung anzünden wird. Ja? Ein Mujahid, ein Rezitator oder ein Alim, also ein Gelehrter, und eine Person, die viel spendet. Yani, die besten Taten. Ja? Und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala diesen Mujahid: Du hast gekämpft, ich habe dir diese Kraft gegeben. Und warum hast du das gemacht? Und er sagt: Ja Allah, nur für dich. Nur damit dein Wort das Höchste ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Du hast gelogen. Vielmehr hast du gekämpft, damit gesagt wird, du bist mutig. Und das wurde gesagt, also hältst du heute von uns keinen Lohn. Und dann wird er auf seinem Gesicht in Jahannam gezogen. Und ebenso dieser Gelehrte oder dieser Koran-Rezitator. Allah zeigt ihm seine Gaben. Ich habe dir dieses Wissen gegeben. Was hast du damit gemacht? Er sagt: Ja Allah, ich habe die Leute dieses Wissen gelehrt und ich habe es selber gelernt für dich. Und Allah sagt: Du hast gelogen. Vielmehr hast du dieses Wissen dir angeeignet und es den Leuten beigebracht, damit gesagt wird, du bist ein Wissender. Und das wurde gesagt. Also hältst du heute von uns keinen Lohn, damit auch dieser auf seinem Gesicht in Jahannam gezogen. Und die dritte Person, eine Person, die viel spendet. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt auch ihm seine Taten, seine Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Und er erkennt diese Taten an. Warum hast du gespendet? Ja, er sagt: Für dich, ja Allah. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Du lügst. Vielmehr hast du gespendet. Warum? Damit die Leute sagen, du bist großzügig. Und das wurde gesagt. Also hältst du heute von uns keinen Lohn. Und dann wird auch diese Person auf ihrem Gesicht in Jahannam gezogen. Und die Gelehrten erwähnen, dass die einzigen Leute, die auf ihren Gesichtern in Jahannam gezogen werden, die Ungläubigen sind. Warum? Sie haben diese Taten nur gemacht für die Menschen und nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban.